Okay. Ich muss jetzt den TB an die Name dieser Fiona anbringen. Erinnert mich an meinen Einsatz damals in Kabal. Operation, so sah aus. Jetzt ist es erstmal wichtig, die Hydra Talis Wendigo ausfindig zu machen. Sobald wir herausgefunden haben, wo genau die Reclaimer auf Hösten landet, um instand gehalten zu werden, infiltrieren wir das Scheißschiff als Technikergruppe und versuchen herauszufinden, wo sich die Kusi und Usagi verstecken. Vorausgesetzt, diverse Pelesiga hat Koordinaten an Bord der Wendigo gespeichert. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst meine neurologischen Daten nicht einfach ohne mich zu fragen auslesen, Echo? Ja, aber du hast recht. Die VAS könnte auch einfach rein gar nichts an Bord des Schiffes hinterlegt haben. Aber vielleicht finden wir zumindest einen Hinweis darauf, wo wir die Hochwertziele der Versipelistika auswendig machen können. Die foltern wir dann so lange, bis sie uns den Rahmen im Pyro eingrenzen können. Laut der aktuellen Datenlage und dem gesammelten Intel der letzten Jahre deutet die Verbringung der erfüllten Geiseln auf eine Infrastruktur von Pyro 5 und seinen Monden hin. Ich bezweifle, dass Osage die Leute dort noch festhält. Nach dem wortwörtlichen Fall von Mac wird sich der Professor weiter zurückgezogen und einen neuen Standort gewählt haben. Wir werden trotzdem jeden Fleck in Pyro absuchen und jeden Sack durchleuchten, ob er irgendwelche Spuren von VS, Enos oder Usagi an sich trägt. Die Operation Bluter befindet sich aktuell im Aufbau. Spezialkräfte von Tür werden, wie von dir geplant, bald in die finale Vorbereitungsphase gehen. Wie gesagt, unsere Packs und Einheiten werden bereit sein. Unsere Flotte ist soweit instand gehalten, wir sind ready. Ob wir von der Datenerhebung aber dann einen stichfesten Ansatz haben, das Zielgebiet eingrenzen zu können, das weiß ich nicht. Wir werden sehen. Und idealerweise sollten die Könige von Pyro auch nichts davon mitbekommen, dass wir im Außeneinsatz sind. Wir sollten uns gut überlegen, mit wem wir uns gut stellen. Ghost Hollow. Hier kann alles passieren. Mal schauen, ob ich die Vitalsignaturen von dieser Nomad auf das Radar bekomme. Echo, kannst du mal schauen, ob du eine Nomad registrieren kannst? Dann schick mir das direkt einmal bitte an den Bordcomputer. Ich brauche das auf dem Radar. Die Nome befindet sich in unmittelbarer Nähe. Die Koordinaten sind mit deiner Navigation synchronisiert. Alles klar, dann blind rein in den Wald.
Und? Irgendwelche Vitalsignaturen? Keine Vitalsignaturen erkannt. Bis auf die Nomad. Die Zielperson befindet sich an Bord des Schiffes, scheint sich aber nicht weiter zu bewegen. Die Zielperson scheint zu telefonieren, ein Datenstrom gelangt zur Nomad. Ich kann den Strom allerdings nicht abfangen. Kein Problem, wir müssen eh nur den TB dranbringen und dann können wir wieder verschwinden. Hab ich dich, meine liebe Fiona. Ich könnte auch einfach eine Kugel in die Fresse jagen. Aber das ist nicht der Auftrag. Okay. TB und dann weg hier. Scheiße, geil, es ist fest. Echo, aktiviere den TB.
Ich habe das Signal vom DB-Tracker-Beacon empfangen. Gute Arbeit. Wir sehen uns auf Gronex. Beeil dich. Das wird dich interessieren.